Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zur Deutschnachhilfe im Netz. Heute geht es um das Thema transitive und intransitive Verben im Deutschen. Wir können ganz einfach sagen, dass man von einem transitiven Verb oder von einem transitiven Gebrauch spricht, wenn das Verb ein Akkusativ Objekt nach sich zieht. Als Beispiel haben wir, oder habe ich mir überlegt, Melanie grüßt die Tante oder den Hund oder den Onkel oder so, das ist ja egal. Es geht einfach nur darum, dass es sich hierbei um, ich nehme mal wirklich grüßt den Onkel, damit man auch sieht an dem Artikel, dass es sich um ein Akkusativobjekt handelt. So, Melanie grüßt den Onkel. Wir haben das Verb und können fragen, wen oder was grüßt Melanie? Wir wissen ja, dass mit den Fragewörtern wen oder was wir ein Akkusativ erfragen können. Also Melanie grüßt wen oder was? Den Onkel. Also haben wir festgestellt, weil nach grüßt ein Akkusativobjekt, ich schaue das nochmal eben dran, ein Akkusativobjekt folgt, ist grüßt ein transitives Verb. Man könnte auch sagen, Melanie grüßt ihn. Und hätten dann quasi einmal hier ein Nomen oder ein Substantiv als Akkusativobjekt und hier hätten wir halt ein Pronomen, was einsteht oder anstelle des Nomen steht, als Akkusativobjekt. Um es schöner zu machen, schreibe ich das auch nochmal kurz davor. So, Melanie grüßt den Onkel. Wen oder was grüßt Melanie? Den Onkel, das ist also ein Akkusativobjekt. Grüßen ist also ein transitives Verb. Alle Verben, die kein Akkusativobjekt haben, ich kürze es mal ab, bezeichnet man als intransitiv. Das kann man ja gar nicht lesen. Ich schreibe es nochmal von vorne so. Intransitiv. Aber auch also das bedeutet auch ein ganz normales Objekt oder ein Dativobjekt oder so, was dahinter dem Verb steht, das nennt man intransitiv. Man nennt Verben aber auch intransitiv, wenn da gar nichts hintersteht. Dann sind die Verben auch intransitiv. Man kann also am besten fahren, indem man einfach guckt, kommt nach dem Verb ein Akkusativobjekt, so wie hier, dann weiß ich ganz sicher, dass es sich hierbei um ein transitives Verb handelt. Alles andere sind intransitive Verben.